Überall, wo wir hingucken, können wir uns vorstellen, alles hat einen Anfang. Der Mensch hat einen Anfang. Die Tiere haben einen Anfang. Der Baum hat einen Anfang. Und sogar Gegenstände haben Anfänge. Und wie kann es sein, dass Gott keinen Anfang hat? Diese Frage wird von vielen gestellt. Bleibt dran. Die Antwort kommt nach dem Intro. Viele stellen sich die Frage, wenn Gott alles erschaffen hat, wer hat denn nun Gott erschaffen? Um etwas klarzustellen, Gott ist ein ewiges Wesen, was von nichts abhängig ist. Erschaffen zu sein bedeutet, gar nicht zu existieren, bevor man erschaffen wurde. Und erschaffen zu sein bedeutet auch, das Werk eines Schöpfers zu sein. Und erschaffen zu sein bedeutet außerdem auch noch, von anderen Lebewesen abhängig zu sein. Und Gott mit diesen Eigenschaften in Verbindung zu setzen und sich zu fragen, wer hat denn nun Gott erschaffen, ist sinnlos. Dass wir diese Frage stellen, kann auch verständlich sein. Denn es hängt davon ab, dass wir in einem bestimmten Rahmen denken, wo wir nicht weiterkommen. Aber dieses Thema überschreitet unseren Denkrahmen. Aber dass Gott nicht erschaffen ist und der einzige Erschaffer ist, ist schwer zu verstehen, denn wie gesagt, es überschreitet unseren Rahmen. Aber mit einigen Beispielen werde ich dir näher kommen und dir das erklären. Jetzt stell dir mal zum Beispiel einen Zug vor mit 10, 15 Waggons. Ganz vorne die Lokomotive und hinten aneinandergereiht die Waggons. Jetzt bei den Waggons ist es so, dass ein Waggon den anderen zieht und der nächste den anderen. Und bis es halt zum Ende kommt. Und jetzt kannst du dort die Frage stellen, wenn die Waggons gezogen werden, wer zieht denn jetzt die Lokomotive? Denn die Lokomotive zieht ja sich selbst und alle anderen Waggons auch mit. Wenn es jetzt diese Lokomotive, die ganz vorne alle Waggons zieht, nicht geben würde, dann würde diese bestimmte Reihe gar nicht existieren, würde keine Bewegung zustande kommen und das ganze Prozess, der ganze Zug wird gar nicht weiterfahren. Ein weiteres Beispiel. Du siehst dieses Glas voll mit Wasser. Du könntest dich fragen, woher kommt dieses Wasser? Ich könnte sagen, das kommt aus dem Wasserhahn. Dann könntest du dich wieder fragen, woher kommt das Wasser aus dem Wasserhahn? Könnte ich da sagen, kommt aus der Leitung, aus der Kanalisation, aus einem See, aus einem Meer. Aber schließlich müssen wir zu einer Quelle gelangen. Denn du kannst ja nicht fragen, woher kommt das Wasser, was im Meer ist. Du siehst Sonnenstrahlen zum Beispiel auf irgendeinem Fenster. Du kannst dich fragen, woher kommt dieses Licht? Dann weißt du, es kommt von der Sonne. Aber kannst du dann auch fragen, woher kommt das Licht, was in der Sonne ist? Kannst du dann fragen, woher kommt die Sonne? Und genauso ist es, wenn du fragst, wer hat denn Gott erschaffen? Kannst du dann fragen, woher die Sonnenstrahlen aus der Sonne kommen? Nein, kannst du nicht, denn die Sonne ist deine eigene Quelle. Und genauso ist es, wie wenn du fragst, wer hat denn jetzt Gott erschaffen? Denn Gott ist die Quelle allen Daseins. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kannst du uns doch gerne bei Instagram, Facebook, Twitter und so weiter folgen. Lass ein Like da, wir sehen uns beim nächsten Mal und lass dich erfrischen.